Die Streifenwagen. Hey Jungs, was ist denn hier los? Ach du liebe Güte, du denkst, Tyler hat die Polizeiwache mit Sprühfarbe beschmiert? Also, wenn du sagst, du warst es nicht, Tyler, dann sollte das jemand untersuchen. Oh. Hä? Guter Gedanke. Du solltest besser den Rest der Streifenwagen dazu holen, um das zu klären. Jetzt beruhigt euch erstmal alle. Hey Jungs. Matt untersucht gerade einen Fall von Graffiti an der Polizeiwache. Könnt ihr helfen? Okay. Auf geht's. Wir sind fast da. Keine Sorge, alle zusammen. Die Streifenwagen kümmern sich um den Fall. Was denkst du, Matt? Diese Spuren müssen zu dem Auto gehören, das hier die Wand besprüht hat. Oh. Oh, du hast recht, Matt. Diese Spuren passen nicht zu Tylers Reifen. Und was jetzt? Gute Idee. Hector, kannst du die Stadt absuchen? Ich sehe niemanden mit Sprühfarbe. Du vielleicht? Ach du liebe Güte. Es ist Klein Tom. Streifenwagen, ihr müsst ihn aufhalten. Beeilung! Klein Tom, warum beschmierst du denn die Wand? Ach du liebe Güte, es ist wirklich toll, dass du möchtest, dass Car City gut aussieht, aber Sprühfarbe ist nicht der richtige Weg. Keine Sorge, Frank kriegt die Farbe mit seinem Schlauch ab. Schon viel besser. Danke, Frank. Es tut allen sehr leid, dass sie dir nicht geglaubt haben, Tyler. Oh, wow. Susie hat dir einen Kuchen gebacken. Was hältst du davon? Gut gemacht, Streifenwagen. Ihr habt das Rätsel gelöst. Tschüss alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Die Streifenwagen.
Car City ist in guten Händen, wenn Matt und Frank auf Streife sind. Keiner traut sich Ärger zu machen, wenn diese beiden unterwegs sind. Sieht so aus, als hätte Matt etwas Verdächtiges entdeckt. Warte mal, das ist kein Verbrecher. Das ist Tom, der Abschleppwagen. Was macht er denn dort in der Seitenstraße? Oh nein, jemand hat eine Ladung brandneue Reifen aus Toms Werkstatt gestohlen. Keine Sorge, Tom. Die Jungs hier finden den Dieb und bringen dir deine Reifen zurück. Hey, was ist das? Sieht so aus, als könnte das ein Stapel Reifen sein. Aber nein, das ist nur ein Stapel Kartons. Was hat Frank denn da entdeckt? Reifenspuren. Die hat jemand hinterlassen, der sehr schnell gefahren ist. Wie ein Dieb zum Beispiel. Dieser Lastwagen hat auf seiner Ladefläche einen Haufen brandneuer Reifen. Das muss der Dieb sein. Oh. Die Jagd ist eröffnet. Beeilung, er entkommt! Du hast ihn fast, Matt. Bleib dran. Oh nein, der verbrecherische Lastwagen entkommt. Aber warum sieht Matt dann so fröhlich aus? Da ist Frank. Er hat sich wohl gedacht, dass der Dieb versucht, auf dieser Route zu entkommen. Ja, so sieht's aus, Sonny Jim. Du bist geschnappt. Und der einzige Ort, an den du jetzt gehst, ist die Polizeiwache. Wow, was für eine Verfolgungsjagd, Jungs. Und wie schlau von euch, den Weg des Schurken vorauszuahnen und die Straße zu blockieren. Tom wird sich sowas von freuen. Wo wir gerade von ihm sprechen, hier ist er ja. Keine Sorge, Tom, der fährt nirgendwo mehr hin. Und Matt und Frank haben auch deine Reifen sichergestellt. Jetzt kannst du dafür sorgen, dass jeder in Car City sicher auf der Straße fährt. Gute Arbeit, Jungs! Die Streifenwagen. Psst, psst. Hey, Susi, aufwachen. Der große Tag ist da. Fröhliche Weihnachten! Was der Weihnachtsmann dir wohl gebracht hat? Oh nein, Susi!
Deine Geschenke sind verschwunden. Ruf schnell die Streifenwagen. Sie werden sie finden. Hey, Jungs. Susis Weihnachtsgeschenke sind verschwunden. Könnt ihr ihr helfen? Wieso glaubst du, dass jemand die Weihnachtsgeschenke gestohlen hat, Matt? Stücke von abgerissenem Geschenkpapier. Gut gesehen. Hoffen wir mal, dass ihr den Dieb fangen könnt, bevor er die restlichen Geschenke von Susie öffnet. Es sieht so aus, als hätte sich der Dieb durch die Hintertür davon gemacht. Hier verliert sich die Spur. Hector, was meinst du, kannst du den Dieb finden? Immer noch keine Spur vom Dieb. Warte mal, was passiert denn da drüben? Moment mal, das sind Susis Geschenke. Es ist dieser hinterhältige Tyler. Und er versucht zu entkommen. Wir sagen besser Matt und Frank Bescheid, wo Tyler ist. Matt, Frank! Hector hat den Dieb entdeckt. Schnell, ihm nach! Aber warum haltet ihr an? Ganz schön schlau von dir, Frank. Tyler sagt, er hat Susis Geschenke gestohlen, weil er keine bekommen hat. Matt hat recht, Tyler. Geschenke sind nur für die lieben Autos, nicht für die bösen. Hier kommt Susie. Zeit, die Geschenke zurückzugeben, Tyler. Tyler ist enttäuscht, weil er keine eigenen Geschenke bekommen hat. Du hast ganz schönes Glück, dass Susie so ein liebes Auto ist. Fröhliche Weihnachten euch allen! Die Streifenwagen. Da sind Susie und Jeremy.
Sieht so aus, als wären sie wegen irgendetwas ganz aufgeregt. Oh, sie wollen zum Spielplatz. Was ist los, Freunde? Oh nein! Da hat jemand auf dem Spielplatz alles kurz und klein geschlagen. Ich denke mal, ihr müsst an einem anderen Tag wiederkommen, um zu spielen. Ich denke, Matt sollte hiervon erfahren. Auf geht's zur Polizeiwache. Nicht alle gleichzeitig, Freunde. Großartig! Matt und Frank kümmern sich um den Fall. Gute Idee, Jungs. Wenn ihr euch aufteilt, ist die Chance, diese Vandalen zu finden, viel größer. Was ist das? Sind das vielleicht die Vandalen? Oh, es ist nur Frank. Diese Vandalen müssen sich wohl verstecken. Ihr denkt, die kommen erst abends raus? Hoffen wir mal, dass Matt und Frank die Vandalen auf frischer Tat ertappen. Oh, auf dem Spielplatz ist schon mal niemand. Ihr müsst wohl weitersuchen, Freunde. Klingt so, als kämen die Geräusche von der Baustelle. Aber das Tor ist geschlossen. Was für eine großartige Idee! Mit der Kamera könnt ihr über den Zaun schauen. Shh. Langsam, langsam. Es sind die Vandalen. Und wieder führen sie nichts Gutes im Schilde. Na, da schau einer an. Wenn das nicht Tyler Tyke und sein Freund sind. Sieht so aus, als würdet ihr zwei eine Nacht im Gefängnis verbringen. Matt und Frank, auf euch ist wirklich Verlass. Die ganze Nacht habt ihr Wache gestanden, damit die bösen Jungs nicht versuchen zu entkommen. Da ist noch Arbeit für euch, Jungs, bevor ihr in die Freiheit entlassen werden könnt. Ihr zwei könnt jetzt erstmal den Spielplatz in Ordnung bringen. Schließlich habt ihr ihn auch so zugerichtet. Jetzt, wo er wieder in Ordnung ist, wollt ihr wohl spielen, hm? Susie und Jeremy wollen das wohl auch. Matt hat recht. Ihr hattet euren Spaß.
Jetzt sind die anderen dran. Schön zu sehen, dass jemand weiß, wie man auf dem Spielplatz richtig spielt. Zeit für diese bösen Buben nach Hause zu fahren. Hoffen wir mal, dass sie ihre Lektion gelernt haben. Gute Detektivarbeit, Jungs. In Car City herrscht wieder einmal Ruhe und Ordnung. Und das dank euch Zweien. Ha ha.